Nachdem wir in der letzten Folge nicht wirklich wahrhaben wollten, was hier gerade passiert ist, müssen wir uns jetzt hier nochmal in dem Söldnerhaus durch das Schloss hier schlagen. Und es geht hier gerade mächtig schief, so wie es aussieht. Ich hoffe, ich kann es jetzt hinschaffen. Komm schon, Sicherheit hat sich verbessert, das ist wichtig. Ich habe Fertigkeit 7, das ist echt erbärmlich. Aber immerhin, wir haben es geschafft und da leuchtet es schon. Juhu, Nummer 3. Nochmal. Und ansonsten war hier, glaube ich, nichts mehr. Doch, Gold war hier noch, ne? Genau. Und dann habe ich hier noch einen Dietrich gesehen. Und das Käsestück interessiert uns nicht. Da war nichts mehr drin. Dann machen wir hier wieder zu und haben den Köcher, glaube ich, haben wir noch mitgenommen mit den 30 Pfeilen. Das waren 3 Kilo. Ich kann allerdings nur noch 2 tragen. Ah, jetzt bin ich sogar zu voll. Dann muss ich sogar ungefähr 3 Pfeile abgeben. Okay, ja. Und jetzt passt. Damit habe ich hier alles gesehen. Hier war ja ansonsten nichts mehr, soweit ich mich erinnern kann. Oh, doch, ein Dietrich ist hier noch. Sieh mal einer an. Und das war's. So, das war's wirklich mit der Stadt, weil nachdem der gute Creo, gar nichts für uns hat, können wir eigentlich direkt verschwinden. Und mein Plan war es ja jetzt, uns mal etwas leerer zu machen. Deswegen werden wir jetzt mit unserer einzigen Teleportrune, die wir haben, nach Gilead reisen. Und von Gilead aus, das erste, was wir in Gilead machen, ist dann Teleportrunen kaufen. Das könnt ihr mir glauben. Aber jetzt reisen wir erstmal hin. So, oh, du siehst ja auch interessant aus. Mal sehen, was für eine Rolle du nachher im Spiel hast. Ich glaube nämlich, dass die Charaktere, die hier in den Ladebildschirmen auftauchen, durchaus was mit der Story zu tun haben. Aber nun ja. So, wir erreichen ein weiteres Mal Gilead. Das zweite Mal, dass wir jetzt hier erscheinen. Teleportrune entfernt. So, jetzt ist die Frage, wo gab es die zu kaufen? Bei dem Typ hier nebenan, hatte der die gleich oder der hatte der nur Zauber? Ja, das ist klar. Ne, der hatte auch Handel. Hat der nicht... Genau, der hatte 2 Teleportrunen, die werde ich beide kaufen. Wobei ich muss sagen, ganz schön teuer eigentlich. Kann ich Stimmung 90, da werde ich ja mal dann selbst auf Verkaufen 90 gehen. Und dann zahle ich hier nämlich schon mal 20 Gold weniger. Na, das hat er aber natürlich nicht gemacht. 90 ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Wie wäre es mit 80? Ja, immerhin. Besser als nix. Dann haben wir nur 200 statt 250 circa gezahlt. Und wir können uns damit wieder zweimal teleportieren. Jetzt sind wir allerdings zu schwer, weil die Runen nämlich was wiegen. Kaum zu fassen, oder? Und, oh, dann werfe ich halt jetzt noch einen Pfeil weg. Ach Quatsch, nicht ausrüsten. Wie war es mit Shift? Legen wir einfach wieder 5 Stück ab. Und schon sind wir auch schon wieder. Können wir auch schon wieder uns bewegen. Dann habe ich mir gedacht, nachdem wir jetzt ein bisschen Geld haben, hole ich mir mal von der Händlerin die... Oh, in Gilead gibt es aber auch wieder wahnsinnige Performance-Einstürze. Ich glaube, hier war die, oder? War die hier? Die eine, die diese eine komische Sache da verkauft. Nee, das war hier nicht. Dass ich mehr tragen kann, nämlich. Dann war das ein leerstehendes Haus. Nein, das war es nicht. Helden allerlei. Das klingt irgendwie ziemlich gut. Genau. Er war das. Was möchtet ihr kaufen? Er hat nämlich eine von insgesamt 20... wo ist es? Na, wo ist es denn? Da! Peson-Federn, die kostet zwar relativ viel, allerdings können wir dadurch dann um einiges mehr tragen. Ich versuche dann noch ein bisschen runterzuhandeln. Lohnt sich nämlich bei so viel Geld, da schon mal fast 100 Gold weniger. Macht er sogar. Geil. Damit ist die Tragkraft um ganze 6 Punkte gestiegen. Und ich muss sagen, 6 Punkte sind schon ziemlich viel. 6 Punkte sind sogar so viel, dass es jetzt sogar Sinn machen würde, einfach hier wieder hochzulatschen und die Pfeile wieder zu holen, die wir abgelegt haben. Ich weiß, total dämlich, aber ich mach's trotzdem. Und schwupps, sind sie wieder bei uns. Und jetzt schaffen wir nämlich schon 360. Das finde ich echt nicht schlecht. Und mein Plan ist es jetzt zur Burg zu gehen und dann muss ich mich da nochmal umgucken, ob da nicht doch auch ein Teleportfeld war. Finde ich nämlich extrem schade. So, wir müssen eigentlich nur quer jetzt hier rüber, einfach hier die Linie halten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf irgendwelche gefährlichen Monster treffen. Auf Monster ja, aber auf gefährliche vielleicht nicht unbedingt. Ich fühle mich mit Level 6 mittlerweile aber auch schon echt ziemlich sicher. Also zumindest jetzt hier in dem Gebiet, da dürfte nicht viel passieren. Und ich muss mich ein bisschen nach da orientieren. Außerdem waren wir hier schon mal, hier dürften eh keine Monster mehr sein. Ich will ja sowieso, dass irgendwann die ganze Welt frei von Monstern ist und es nur noch Monster in Dungeon gibt. Das wäre eine sehr geile Aufgabe für nebenbei. Und da ist ein Berg, an dem kommen wir so nicht vorbei. Müssen wir wohl außen rum. Oh! Wo kommst du denn her? Ja, kaum kommt da mal so ein Gipfeljäger daher, habe ich gleich mal so wieder fette Performance-Probleme. Aber ihr kennt das ja mittlerweile. Gibt Schlimmeres, ne? Oh, Moment mal, ein Bär ist auch schon... Oh, jetzt gehe ich auch noch gleich drauf. Darf ich mal jetzt hier einen Eiszauber einsetzen? Danke. Und der ist sogar... Nee. Jetzt hör mir auf, ey. Okay, vielleicht brennst du besser. Hallo? Zu wenig Mana? Ui, da dann schlägt dein Salto. Sehr nice. Und ich bin fast tot. Ich sollte jetzt ganz dringend einen Trank nehmen. Okay, passt. So, du hast natürlich gar nichts. Ich muss unbedingt mir mal Jagdfertigkeiten zulegen, damit es sich lohnt, die Viecher auszubeuten. Aber erst will ich... Ach, da sind wir ja auch schon fast da. Das geht ja doch relativ schnell. Die Karte sieht zwar groß aus, aber wir haben ein gutes Tempo, mit dem wir hier recht schnell vorankommen. Jetzt nehme ich mal wieder sowas auf. Denn ich hoffe, dass wir jetzt schon sehr bald endlich mal Alchemie lernen und wir das alles verwerten können, was wir mal... Das, was wir bisher haben. Wir haben ja in unserer Truhe beim Sanktum alles reingelegt, in dieser sicheren Truhe. Und das will ich dann irgendwann alles mal umsetzen. Da werden wir dann auch wahrscheinlich instant enorm viele Alchemie-Level steigen. So, das nehme ich jetzt alles mit. Das will ich jetzt nämlich nicht verkaufen, sondern vorerst behalten. Weil wir teleportieren uns ja dann eh gleich zurück wieder in die ins Sanktum. Da kann ich das dann auch gleich wieder hinlegen. Wir sind jetzt genau da, wo ich hin wollte, ne? Weil hier ist nämlich eine Händlerin, die mich zu 100% mag und die mir mir dementsprechend viel Geld gibt. Ich müsste jetzt fast schon 100% des Kaufswerts wiederbekommen, weil ich mein Handelsgeschick schon so ausgebaut habe. Und die Frau, die mir am meisten gab, war, glaube ich, in diesem Haus hier. Durchschnitt? Warum ist hier zu? Weil es 7 Uhr nachts ist? Das kann es ja wohl jetzt wohl nicht sein, oder? So spät. Ach, da geht sie gerade nach Hause. Die machen hier dicht. Ja, die gehen in Anführungszeichen leider einem geordneten Tagesablauf nach. Also das fand ich aber eigentlich eine ziemlich geile und realistische Umsetzung für Oblivion. Weil während sie ja in Morrowind permanent zur Stelle waren. Schau mal an, was hier alles gibt. Das ist alles meins. Oh, schade, dass es keine Ernt-Skills gibt oder so. Da wäre ich ja mal voll der Meister. So, und wenn jetzt hier... die Taverne... Aber in der Taverne konnte ich nicht so viel loswerden. Das konnte ich nur bei ihr. Boah, hier ist ja richtig was los. Wenn ich bedenke, beim ersten Mal ging hier gar nichts. Aber jetzt mittlerweile, klar, 7 Uhr abends, alle saufen sich kaputt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, hier geht's jetzt ab. Ich wollte eigentlich mich zur Ruhe legen und selbst mal ein wenig schlafen. Darf ich das hier? Oh, ich darf hier einfach schlafen. Das ist schön. Dann pennen wir mal gute 12 Stunden. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Vielleicht hat das ja auch irgendeine Auswirkung aufs Tagebuch oder so, wer weiß. 15. Juni. Ich glaube, am 11. haben wir angefangen, ne? Also, es ist natürlich In-Game-Tage, logischerweise. Und das bedeutet, boah, nach 55 Parts, mein lieber Scholli, 55 Parts, 4 Tage. So, habt ihr alle ausgeschlafen? Geht mal brav zur Arbeit. Ich hoffe, die Gutste hat mittlerweile auch schon ihre Hütte erreicht. Ja, wunderbar, sie hat offen.
Dann kann ich jetzt mein Zeug mal verkaufen. Hi, Schätzchen. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Ja, du kannst mal, zuerst kannst du was reparieren, weil wenn wir schon mal hier sind, dann kannst du für 30 Goldstücke das auch gleich machen und handeln. Wie ist die Ausstimmung? Immer noch 100. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal auf 90. Das wäre enorm geil. Und jetzt werden wir mal alles los, was wir haben. Wir gehen zuerst mal die Waffen durch. Eisenkurzschwert, das sind Sachen... Oh, scheiße, sie lehnt das Angebot sogar ab. Dann muss ich doch auf 85. Na, machen wir mal 87. Komm schon, 87. Fuck. Okay, jetzt verkacke ich es mir bei ihr gleich. Das heißt, ich bleibe jetzt bei 85, so wie es war. Ich glaube, das geht bei ihr. 85 ging, oder? Ja, 85 geht. Das ist immer noch enorm viel Geld. Die ganzen Eisenpfeile, das kann alles weg hier. Eisenpfeile des Feuers ist das Einzige, was ich behalten will. Hier ist jetzt die Frage. Eisschaden und Schockschaden im Prinzip bringt der Stab gar nicht mehr. Weil erstens sind 800 Ladungen auch, schau mal an, 218 Benutzungen, 120. Also das ist ein Riesenunterschied. Und zumal wir auch noch 10 Punkte mehr Schaden machen. Also der Stab kann rein theoretisch weg. Der nimmt dann nur Platz weg. Das Stahl-Langschwert ist mit Stärke 6 nicht so stark wie meine stumpfe Waffe. Das heißt, das kann weg. Und die Stahlpfeile, die sogar je 2 Gold wert sind, können auch weg. Gut, was haben wir jetzt hier? Ich gucke mal nach. Das hier brauchen wir eigentlich alles. Alles, was wir nicht ausgerüstet haben, kann weg. Ich habe das ja alles nur mitgenommen, weil ich jetzt Gold Gold haben will. Weil wir haben jetzt ziemlich viel ausgegeben. Die 800 für die eine Feder und so weiter und so fort. Allerdings wird es das echt bringen. Werdet ihr früher oder später schon sehen. So, das hier, das kann alles weg. Das braucht kein Mensch hier. So, Stahlkürass, der bringt immerhin fast 100 Gold. Und nachdem nur schwere Rüstung ist, brauche ich es auch nicht. Hier, das da kann weg. Wunderbar, damit hat sich das Handelsgeschick wieder verbessert. Das heißt, jetzt müsste ich rein theoretisch sogar auf 87 gehen können. Rein theoretisch. Das heißt natürlich nicht, dass es tatsächlich so ist. Gucken wir mal. Stärketrank, das ist das Einzige wahrscheinlich, was ich nicht brauche. Nein, das hat sie jetzt abgelehnt. Okay, dann bleibe ich bei 85. Stärke dran, komm, das kommt weg. Die Magietränke sind wichtig. Im Moment, hast du selbst Magietränke? Ich guck mal nach. Nein. Okay. Dann haben wir jetzt hier die ganzen Zutaten. Die will ich aber jetzt eben in meine Truhe tun. Und die ganzen Rollen will ich auch vorerst mal behalten. Und dann passt es wieder. Ich bedanke mich und bis zur nächsten Folge.